Hallo ihr Lieben! Ich habe keine Ahnung, wie das schon wieder passiert ist, aber der Anfang von meinem Weekly Reading ist weg. Ich weiß nicht, wie viele Dateien fehlen. Eine oder zwei Einträge fehlen bei meinem Weekly Reading und ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte, dass die jetzt schon wieder weg sind. Ich habe jetzt alles nochmal durchsucht, aber die Dateien sind einfach nicht mehr da. Und ich wollte nämlich gerade anfangen, das alles durchzugucken und ja, habe festgestellt, irgendwie fehlt hier der Anfang. Eine ganze Woche ist, glaube ich, weg. Zwei, drei, vier Einträge, ich habe keine Ahnung. Ist auf jeden Fall eine Menge. Jetzt überlege ich, was ich mache. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach den Rest, der da ist, und hänge den euch jetzt hier hinten an diesen Schnipsel hinten dran. Es tut mir sehr leid. Ich Trottel habe wieder irgendwie alles gelöscht. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich habe diesmal echt aufgepasst, was ich lösche. Also es tut mir sehr, sehr leid, aber wir fangen jetzt mit dem Weekly Reading mittendrin an. Und verdammt, ich muss echt mehr aufpassen in Zukunft. Ich weiß nicht, wie das gerade schon wieder hier passieren konnte, dass das weg ist, die Dateien. Ah, zum Kotzen. Ja, sorry. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Weekly Reading mit den Dateien, die noch da sind. Und wir fangen mal damit an, dass wir ein Paket auspacken und ich ein Buch bekommen habe. Und ich würde sagen, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Guckt mal, was die Post gerade gebracht hat. Tada, mein Buch ist da. Ich versuche das mal mit einer Hand aufzumachen. Uff, da. So. Ah, die Rechnung interessiert keinen. Da mein das Buch. Oh Gott. Jetzt seht ihr mal meine tolle Hose, die ich anhabe. Man sieht uns YouTuber bzw. Booktuber immer nur so oberhalb. Und tada! Da ist es. Oh mein Gott. Es ist so schön. Ich bin gerade so happy, dass das Buch jetzt da ist. Und ja, ich wollte euch das Buch nur ganz kurz zeigen, dass es heute gekommen ist. Und ich freue mich ja schon so auf die Geschichte von Tate und Trevor. Und ich glaube, ich muss heute Abend auch noch anfangen mit Lesen, weil geht nicht anders. Es ist Bianca, ich muss das gleich lesen. Und ich freue mich schon so auf die Geschichte von den beiden. Ich habe die Teaser auf Instagram die letzten Tage schon immer gesehen, die Bianca gepostet hat. Und das hat mich so fuchsig auf das Buch gemacht, dass ich es auf jeden Fall halt gleich lesen möchte. Und ja, das werde ich dann. Map, map, map. Das werde ich dann wohl heute gleich lesen und ich freue mich und alles andere muss dann warten. Sei es, habe ich ja heute schon gelesen, den Abschnitt, und die anderen beiden Bücher sind ja jetzt zweitrangig. Ich habe ja gerade keine Rezi-Exemplare, das ist gerade mal so geil. Mehr gibt es eigentlich auch nicht zu erzählen. Wäsche habe ich auch noch fleißig aufgehangen und jetzt wartet der Stinky-Dee, dass wir wieder rausgehen und nochmal fix Ball spielen und ein bisschen eine Runde laufen und so, gell, mein Schatz, weil wir fahren ja dann gleich los zum Kaffee trinken und dann will ich den vorher noch ein bisschen auspowern, dass er dann ein bisschen ruhiger ist, wenn wir Kaffee trinken sind. Und das machen wir jetzt und ich würde sagen, ich melde mich später. Hallo ihr Lieben, ich wollte jetzt eigentlich gerade ins Bett und habe aber gedacht, ich mache ja eigentlich ein Weekly Reading. Ich sollte vielleicht noch mal kurz einen Eintrag machen für mein Weekly Reading. Heute ist Dienstag, der 29. Mai. Und ich habe gestern mit der lieben Nina zusammen Size 1 beendet und wir fanden es beide richtig, richtig gut. Ich finde die Welt klasse. Ich mag die Charaktere. Ich fand die Geschichte unglaublich spannend. Ich habe mich mit Sina drüber unterhalten. Sina meinte, ihr war es zu langweilig. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, was? Dieses Buch ist nicht langweilig. Wie kann dieses Buch langweilig sein? Aber das sind halt immer so die Empfindungen, die jeder beim Lesen hat. Und ja, ich fand Size auf jeden Fall großartig. Ich habe es sehr, sehr gemocht und ist für mich definitiv ein Jahreshighlight. Ich habe mit der Nina auf jeden Fall angefangen, jetzt gleich den zweiten Teil zu lesen. Wir hatten ihn beide Gott sei Dank da und haben gesagt, wir lesen den zweiten jetzt gleich hinten dran. Dann haben wir diese Reihe soweit wenigstens auch mal wieder fertig gelesen. Ich weiß jetzt nicht, wann der dritte Teil rauskommt. Im Buch stehend erscheint Frühjahr 2019. Laut Aussagen von Leuten, die auf der Buchmesse waren, 2020. Ich weiß nicht, was jetzt stimmt. Und ja, wir warten einfach mal ab und schauen mal, wann der dritte Teil rauskommt. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt, dass wir den zweiten gleich hinten dran lesen. Und wie gesagt, Size 1 war richtig gut. Ansonsten hat sich, was das Lesen betrifft, für mich nicht viel getan. Ich habe irgendwie nicht so viel gelesen in den letzten Tagen. Ich hatte nicht so die Lust da dazu. Ich bin bei Die letzte erste Nacht ungefähr bei der Hälfte. Frost wie Schatten habe ich die letzten Tage immer fleißig so 50, 60 Seiten gelesen und ich muss sagen, ich bin in dieses Buch überhaupt nicht wieder reingekommen. Ich habe jetzt, glaube ich, noch 70 Seiten oder so, dann bin ich zu Ende mit dem Buch, Gott sei Dank. Und
Ich muss aber sagen, ich bin in das Buch überhaupt nicht mehr reingekommen. Ich konnte mit den Charakteren nicht mehr viel anfangen und ich weiß nicht, ich habe vieles nicht verstanden, was ich sehr, sehr schade finde, weil man hätte auch einfach am Anfang noch mal kurz ein bisschen was wiederholen können, was im zweiten Teil genau alles gewesen ist. Ich wusste es noch in groben Zügen, was am Ende passiert war, aber ich hatte halt absolut keine Bezugspunkte mehr zu den Charakteren, was ich ein bisschen schade fand. Und ja, ich habe den dritten Teil jetzt gelesen. Es war aber definitiv nicht der richtige Zeitpunkt. Also ich hätte wirklich den ersten und den zweiten Teil von Beck nochmal lesen müssen, aber da hatte ich jetzt überhaupt keine Lust zu, deswegen ja, habe ich den dritten jetzt so gelesen und was soll ich sagen, von der Handlung her ist er nicht schlecht, gefällt mir aber nicht so gut wie der zweite, das ist alles ein bisschen zäh, also es zieht sich auch an manchen Stellen ganz schön und der Schreibstil ist halt auch echt ein bisschen ausladend und ausschweifend, man hat hier manchmal Kapitel drin, wo man sich denkt, warum lese ich das jetzt gerade? Das ist jetzt nicht wichtig für die Geschichte. Das sind dann halt so Kapitel, wo man richtig merkt, dass das nur so Lückenfüller sind. Und ach, das fand ich ein bisschen nervig. Ja, also wie gesagt, da bin ich fast fertig mit dem Buch. Ist im Großen und Ganzen ganz nett, aber haut mich jetzt überhaupt nicht um. Und wie gesagt, ich war eher genervt jetzt zum Ende hin. Aber es ist, glaube ich, hier auch das Problem, dass wirklich immer so ein Jahr, anderthalb Jahre zwischen den Teilen lag. Und ich gerade nach dem Ganzen, was im zweiten Teil passiert ist, so wirklich die Bezugspunkte irgendwie verloren habe, was ich ein bisschen schade finde. Aber so ist das halt, wenn man anderthalb Jahre dazwischen Zeit hat und zwischendrin so viel High Fantasy liest, dann verliert man auch mal Bezugspunkte. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, bei uns ist gerade richtig krass Gewitter und Regen und alles und mein Freund hat gleich Feierabend und ich hoffe, dass der irgendwie halbwegs trocken nach Hause kommt. Der muss ja das Auto in die Garage bringen und dann noch hier hochlaufen, also schauen wir mal, wie sehr durchweicht er ist, aber naja, kannst du nichts machen, ne? Weil ich glaube, einen Regenschirm bei dem Wind kannst du nämlich auch nicht halten. Und ja, ansonsten habe ich mir in den letzten Tagen, warum auch immer, erst eine Doku über Lady Gaga angeguckt. Fand ich sehr, sehr interessant. Und heute habe ich mir eine Doku über Lady Diana reingezogen. Ich weiß nicht, was ich im Moment damit habe, aber ich fand es sehr interessant und es wurde am Ende gesagt, dass Harry und William jetzt in einem Alter sind, wo Lady Di gestorben ist. Und da habe ich erstmal so drüber nachgedacht, dass auch ich jetzt fast so alt bin wie Lady Di, wo sie gestorben ist. Und das ist irgendwie, das war gerade irgendwie so ein ganz komisches Gefühl, weil ich kann mich noch erinnern, wo sie damals gestorben ist. Da war ich 11 Jahre alt. Wo diese Frau gestorben ist, war ich 11 Jahre alt. Das ist so krass und ich weiß noch, wir hatten ein Sommerfest im Garten. Meine Eltern hatten einen Garten und da war so ein Sommerfest von der ganzen Gartenanlage und am nächsten Morgen hat mein Papa das dann in den Nachrichten gehört und ich weiß noch, dass meine Eltern auch total fassungslos waren und das ist irgendwie total weird, dass das diese Zeit, dass 20 Jahre vergangen sind, also 2017 war das ja letztes Jahr, waren 20 Jahre um dass diese Frau gestorben ist und das ist echt krass und ich finde es echt krass, wie präsent diese Frau trotz allem immer noch ist und das finde ich so mega gut. Ich finde es ja richtig gut, was die Frau bewirkt hat und ja, ich schweife ab. Ich fand Lady Di großartig so und wo ich jetzt diese Doku gerade gesehen habe, das hat mir das Ganze nochmal bestätigt und ja, mehr wollte ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Ich wollte jetzt hier gar nicht so ausschweifen über Lady Di reden, aber es ist auf jeden Fall sehr interessant. Irgendwie habe ich momentan so voll Bock auf so Dokumentation. Ich weiß nicht warum. Ist halt so. Kommt wahrscheinlich mit dem Alter. Ja, ansonsten höre ich jetzt auf, hier noch irgendwie mehr Mist zu fabrizieren und werde jetzt mal schlafen gehen. Ich muss nämlich morgen früh wieder raus und hoffentlich dann in trockenem Wetter. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich oder für mich halt in ein paar Tagen, wie auch immer. Ja. Bis dann. Heute ist Donnerstag, der 31.05. und ich dachte, ich melde mich mal kurz wieder, denn ich habe gestern ein Buch beendet. Das sollte ich euch vielleicht auch mal zeigen. Moment. Ich habe gestern dieses Buch hier beendet. Frost wie Schatten von Sarah Rash. Das ist der dritte und letzte Teil der Ice Like Fire Reihe. Und ich muss sagen, dass ich mit dem dritten Teil ganz schön Probleme hatte. Ich bin richtig schwer in die Geschichte wieder reingekommen. Der zweite Teil, dass ich den gelesen habe, ist anderthalb Jahre her. Damals hatte ich nicht so die Probleme, aber es ist halt so auch gewesen, dass im zweiten Teil extrem viele neue Charaktere noch eingeführt wurden in die Geschichte. Und ich habe hier echt so die Bezugspunkte nicht mehr gehabt zu den ganzen Charakteren und das hat es mir halt richtig schwer gemacht.
Dann habe ich gestern weitergelesen in Der letzte erste Kuss von Bianca Iosivoni. Da bin ich auf Seite 268 und habe noch ungefähr 140 Seiten, glaube ich, sind es noch. Ich kann bisher nur sagen, dass mir die Geschichte von Tate und Trevor sehr, sehr gut gefällt. Ich muss sagen, sie startet ein bisschen ruhiger wie die anderen Bücher. Also es braucht so ein bisschen, ehe die Geschichte in Schwung kommt. Aber gerade das Stück, was ich gestern gelesen habe, war richtig spannend und war richtig gut und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, die anderen Pärchen aus den ersten Teilen sind natürlich auch wieder mit dabei, genauso wie Mason. Ich glaube, bei den meisten Lesern entwickelt sich Mason so wirklich zum Liebling über die gesamte Reihe hinweg. Und bei mir ist das auch so. Also ich mag Mason unglaublich und ich bin schon so auf der letzte erste Song gespannt und da freue ich mich so unglaublich drauf. Aber die letzte erste Nacht hat mir auch richtig gut gefallen und ich mag das Cover richtig gern. Ich finde das richtig, richtig schön. Apropos Bianca Iosivoni, meine Arbeitskollegin hat mir heute gezeigt, dass Bianca Iosivoni und Laura Kneidl am 24. September bei uns eine Lesung halten in Erfurt und da gehe ich mit meiner Arbeitskollegin jetzt hin. Ich muss unbedingt die Woche noch in die Stadt und Karten kaufen, denn das lasse ich mir nicht entgehen. Wenn Bianca und Laura hierher kommen, dann gehe ich dahin und dann will ich auch meine Bücher, die ich noch nicht signiert habe, signieren lassen und da freue ich mich schon drauf und ja, fand ich cool, dass sie es heute mir gezeigt hat und meinte, hast du schon jemanden? Gehst du dahin? Würdest du dahin gehen? Ich sage, klar, ich gehe mit dir dahin und sie hat sich voll gefreut und ich habe mich voll gefreut und jetzt freuen wir uns beide, dass wir hingehen und ja, ich freue mich auf die Lesung und ich hoffe, ich bekomme noch Karten und das ist noch nicht irgendwie alles ausverkauft oder so, aber ich denke mal nicht, weil bis September ist ja noch relativ viel Zeit, aber ich freue mich. Bei dem nächsten Buch überlege ich gerade, ob ich euch überhaupt erzählt habe, dass ich den ersten Teil beendet habe. Aber vermutlich. Also ich habe ja mit der lieben Nina zusammen Size gelesen, den ersten Teil, den habe ich beendet. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass ich euch auch erzählt habe, dass ich den ersten Teil beendet habe. Auf jeden Fall haben wir dann danach beschlossen, dass wir gleich mit dem zweiten weitermachen. Und da habe ich heute auch meinen Abschnitt gelesen. Wir sind jetzt noch relativ am Anfang auf Seite 112 und ich muss sagen, bisher gefällt mir das Buch richtig gut. Und im ersten Teil hat man ja so Einträge, Tagebucheinträge von den Sais gehabt, wo man so die Gedanken von denen lesen konnte. Und hier haben wir auch wieder solche Einträge, aber nicht nur von Sais, sondern auch von anderen. Und es ist jetzt gerade noch eine Person mit ins Spiel gebracht worden, wo ich sehr, sehr gespannt bin, was mit dieser Person noch passiert und was Neil Schusterman mit dieser Person noch vorhat. Und ja, ich kann nur sagen, dass mir Sais 2 bisher wieder richtig gut gefällt. Ich mag es sehr und freue mich dann, wenn wir morgen weiterlesen. Zum Inhalt kann ich euch ja nicht wirklich was sagen, weil ich euch sonst spoilern würde und das möchte ich natürlich nicht. Und der letzte ausschlaggebende Grund, warum ich mich heute melde. Es gab Bücherpost. Ich habe dieses Buch hier beim Verlag angefragt und man bekommt ja beim Bastei-Lübbe Verlag immer keine Rückmeldung, ob man das Buch jetzt bekommt oder nicht. Man kriegt es dann halt zugeschickt oder halt auch nicht und ich habe ein Paket bekommen und ich gehe davon aus, dass das Buch, was ich angefragt habe, da drin ist. Und ich freue mich da schon sehr. Und zwar, ich packe es mal aus. Moment. Tada! Es ist das Buch, was ich angefragt habe. Hihi, ich freue mich. Und zwar Victorian Rebels, mein schwarzes Herz. Das ist der erste Teil einer, ich glaube, Trilogie wird es. Also ich glaube, es werden erstmal drei Teile auf jeden Fall. Und ich bin schon sehr gespannt auf dieses Buch und ich freue mich, dass ich es bekommen habe. Hihihi. Cool, das werde ich ja gleich nach Die letzte erste Nacht lesen. Ich liebe den Lux Verlag. Habe ich euch das schon mal erzählt? Ich glaube, der Lux Verlag ist auch der Verlag, mit wo ich die meisten Bücher inzwischen habe. Jetzt werde ich mich mal ransetzen und das erste Video schneiden für meine Verlagsvorschauen. Es ist eine halbe Stunde lang geworden. Leute, ich habe so viel Müll erzählt. Das glaubt ihr gar nicht. Und ich muss da jetzt mal gucken, ob ich das noch irgendwie ein bisschen kürzer machen kann. Aber es ist halt hier der Lux Verlag dabei in dem ersten Video. Und deswegen ist das halt so lang. Die anderen werden dann nicht so lang. Aber ich habe mir halt gedacht, ich mache das anders wie alle anderen. Und ja, von daher werde ich jetzt hier noch ein bisschen ranklotzen. Dann will ja der Kleine auch nochmal raus und ein bisschen bespaßt werden. Und danach wird gelesen. Wuhu! Ja, ansonsten würde ich sagen, melde ich mich dann morgen, übermorgen oder wann ich gerade mal wieder dran denke, mich zu melden wieder. Und ja, meine Verletzung hier übrigens ist immer noch da und immer noch am Abheilen. Seht ihr sie? Da. Das passiert, wenn man sich mit dem Lockenstab malträtiert. Es geht ewig nicht weg. Und ich bin ja sowieso ein Mensch, bei dem Narben immer extrem lange bleiben. Aber so ist das. Naja, egal. So, genug von mir. Ich würde sagen, bis später und ihr besser sagt, bis gleich. Hallo ihr Lieben, es ist Sonntagabend, es ist der 3. Juni und ich dachte, ich melde mich mal ganz kurz zu einem Update. Es ist schon nach
22 Uhr und ich will jetzt gleich ins Bett. Ich muss morgen wieder früh raus und dachte, ich berichte euch nochmal ganz kurz so, was ich gerade so lese und was ich so gelesen habe. Und ja, der Fernseher läuft noch, weswegen ich immer mal ein bisschen angestrahlt werde. Und ja, Milo schläft auch schon, der liegt hier hinten da und pennt tief und fest. Und ja, ich werde dann jetzt auch gleich, wie gesagt, ins Bettchen gehen. Ich habe die letzte erste Nacht von Bianca Iosiboni beendet und war wieder ein richtig, richtig tolles Buch. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Von der Handlung her würde ich sagen, war es die für mich schwächste Geschichte. Dafür mochte ich aber Tate und Trevor umso mehr. Ich fand die beiden ganz, ganz toll und ich fand gerade das zum Ende hin richtig gut. Ich muss auch nur sagen, dass ich am Ende so ein bisschen gedacht habe, dass das zu einfach ist. Also die Reaktion der Charaktere, das war für mich einfach zu glatt. Also da hätte ich mir irgendwie noch eine andere Reaktion gewünscht. Ich habe mir gedacht, ich wüsste nicht, ob das wirklich so die Reaktion von diesen Personen gewesen wäre auf das, was sie da erfahren haben. Und das war mir einfach ein bisschen zu glatt. Aber ansonsten ein ganz, ganz tolles Buch. Und ich liebe die First-Reihe. Und jetzt freue ich mich auf die Geschichte von Mason und Grace. Und oh, I love it. Jetzt musste ich mal die Hand wechseln. Dann lese ich immer noch Size 2, Zorn der Gerechten. Da haben wir heute mal eine Lesepause gemacht. Wir sind da jetzt so kurz vor der Hälfte. Das Buch gefällt mir immer noch richtig gut. Ich mag es immer noch sehr. Und ja, ich muss allerdings sagen, dass das Buch inzwischen so ein bisschen so seine Längen bekommen hat. Was jetzt noch okay ist und völlig im Rahmen. Aber ich weiß nicht, an manchen Stellen dachte ich schon so, passiert jetzt bitte etwas. Bitte lass jetzt etwas passieren. Und gerade zum Ende unseres Leseabschnittes passiert jetzt wieder was. Das heißt, der nächste Abschnitt wird definitiv wieder sehr, sehr spannend. Und ja, ich muss sagen, mir gefällt das Buch. Ich finde es gut, dass Nie Schusterman jetzt hier noch eine dritte Person mit eingebaut hat, die nochmal eine komplett andere Sichtweise auf das Ganze gibt. Und ja, ich finde es einfach toll und ich mag es immer noch sehr und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Dann hatte ich ja am Freitag, ja war es Freitag? Ich glaube es war Freitag. Dieses Schätzchen hier bekommen Victorian Rebels, Mein schwarzes Herz. Und da habe ich jetzt so ein bisschen mehr als die Hälfte inzwischen gelesen und ich muss sagen, das Buch gefällt mir auch immer noch. Es hat zum Glück nicht so eine altertümliche Ausdrucksweise, weil sowas mag ich ja gar nicht. Es hält sich hier alles im Rahmen, was vielen vielleicht auch wieder nicht gefallen wird, aber ich mag es sehr und ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht, aber das werde ich dann heute nicht mehr erfahren, denn ich muss jetzt ins Bett, weil ich muss morgen früh wieder raus. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns später. Bis dann. Hi, Lieben. Es ist inzwischen Mittwochabend und ich dachte mir, ich melde mich nochmal kurz bei euch. Ich gebe euch mein kurzes Update. Lesetechnisch ist nicht wirklich viel passiert. Ich habe ja Victorian Rebels beendet. Habe ich euch das eigentlich schon erzählt, dass ich das Buch beendet habe? Boah, ich weiß immer nicht mehr, was ich euch schon erzählt habe und was nicht. Aber ich denke ja, dass ich euch das schon erzählt habe. Falls ich es euch nicht erzählt habe, werde ich es irgendwie beim Schneiden dann nochmal drehen und euch kurz einblenden. Ansonsten lesen wir immer noch Size, den zweiten Teil, und wir sind da jetzt so 100 Seiten vorm Ende. Und der zweite Teil gefällt mir auch immer noch gut, aber er haut mich nicht so um wie der erste. Ich finde, der zweite hat schon seine Längen und durch diese ganze Politik, um die es auch im zweiten Teil geht, zieht sich das Ganze streckenweise so ein bisschen. Es ist halt nicht mehr alles so Schlag auf Schlag, was da passiert. Was für den zweiten Teil okay ist und ich hoffe, dass der dritte da wieder so ein bisschen actionlastiger wird. Der zweite Teil hat definitiv seine Höhen und Action ist auch drin und es sind auch absolut krasse Dinge wieder passiert im zweiten Teil, aber irgendwie hat das halt schon so zwischendrin seine Längen. Naja, ihr wisst, was ich meine, aber ansonsten gefällt mir der zweite Teil immer noch richtig gut. Wir werden übermorgen damit fertig sein und ich werde dann auch mich wahrscheinlich abschließend übermorgen nochmal melden und dann das Weekly Reading auch damit beenden. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie lange ich eigentlich schon wieder filme. Ah, ihr wisst, ich bin da nicht so hinterher. Ansonsten habe ich gestern in dieses Buch hier reingelesen, Mein Tag ist deine Nacht von Melanie Rose. Ich habe dieses Buch von der lieben Janine ausgeborgt bekommen. Janine ist eine Abonnentin von mir und sie hat bei mir ein Buch gewonnen und da haben wir uns auf einen Kaffee getroffen, weil sie bei mir in der Nähe wohnt und ja, hat sie, und da hat sie mir bei dieser Gelegenheit das Buch hier ausgeborgt und ich muss sagen, es ist nicht meine Geschichte. Ich habe die ersten 80 Seiten gestern gelesen und ich bin überhaupt nicht reingekommen. Ich fand dieses Buch irgendwie merkwürdig. Es war nicht meine Geschichte. Ich kam mit der Protagonistin irgendwie nicht zurecht. Ich kam mit dieser gesamten Situation irgendwie nicht zurecht, weil ich von Grund auf an diese Situation komplett anders rangegangen wäre als die Protagonistin. Und ich habe dann auch so durchgeblättert und immer mal so Stückchen wieder gelesen, weil ich dachte, vielleicht gibt es noch irgendeinen Aufhänger, der mich so interessiert, dass ich das Buch doch weiterlesen möchte. Aber nein,
gab es nicht. Und ich habe dann auch das Ende gelesen und dachte so, Gott sei Dank hast du es nicht weitergelesen, denn mit dem Ende wäre ich überhaupt nicht zufrieden gewesen. Deswegen, ja, mein Tag ist deine Nacht, habe ich angefangen und dann leider doch abgebrochen. Okay, mein Akku blinkt, das heißt, ich muss mich ein bisschen beeilen, obwohl der da meistens immer noch so 5-6 Minuten durchhält. Ich habe ein Paket bekommen und zwar dieses hier von der lieben Niki. Und ja, die Niki wollte mir das schon seit einer ganzen Weile zuschicken und dann, ja, Verkettung unglückliche Ereignisse, ihr kennt das ja. Auf jeden Fall habe ich das Paket jetzt und ich wollte es gerne mit euch zusammen auspacken und ich muss erst mal gucken, dass ich dieses Schätzchen hier irgendwie aufbekomme. Niki hat das irgendwie ziemlich gut zugeklebt und ja, ich bin gespannt, was drin ist. Und ja, würde sagen, wir gucken da mal zusammen rein. Niki hat hier vorne auch voll süße Aufkleber so drauf gemacht. Guckt mal. Da finde ich voll schnuffelig. Niki ist ja so ein Fuchsfreund und steht so auf Füchse. Und ja, deswegen finde ich diese Fuchsaufkleber davon drauf wirklich süß. Aber ich befürchte, ich muss den einen jetzt hier... Ach nee, das geht ab. Okay, ich muss ihn nicht gänzlich zerstören. Gott. Klebestreifen. So gut wie er mal hält. Alter Falter. Ich mach dieses ganze Paket noch kaputt. Niki, du hast das viel zu gut zugeklebt. Scheiße, ach, hier ist auch noch Klebestreifen. Oh Mann. Gott, was ist, wenn man immer alles richtig zugeklebt? Ah, tada. Da ist es, da ist es. Da. Und als allererstes haben wir hier eine Karte von der Herbstprinzessin. Die habe ich noch nicht und da steht auch was drauf. Okay, Niki hat mir einen kleinen Vermerk drauf geschrieben, voll witzig, ich bin mal gespannt. Und ja, das ist übrigens eins von Niki in Büchern Herbstprinzessin. Schaut es euch mal an, ist eine coole Geschichte. So, Werbung am Rande. Dann haben wir hier Zauberhaftes Aschenputtel von Jacqueline Felgut. Danke. Ich wollte mir das Buch nämlich noch kaufen und die Niki wusste das und deswegen habe ich das von ihr bekommen. Danke, liebe Niki. Ich freue mich schon auf dieses Buch und ja, werde dir berichten, wie es mir gefallen hat. Und ja, muhahaha, zauberhaftes Aschenputtel, na 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 na. Und dann haben wir noch zwei Bücher hier drin. Danke, Niki. Niki hatte mir schon mal gesagt, dass sie mir die zuschicken möchte, aber ich freue mich trotzdem mega, weil ich die mir nicht kaufen muss. Und zwar sind das, ihr werdet sie wahrscheinlich alle schon kennen, diese beiden Schätzchen hier. Einmal, glaube ich, Dirty Sexy Love und Crazy Sexy Love. Ich glaube, das ist der erste und das ist der zweite Teil. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, welcher Teil welcher ist. Egal, ich finde das schon noch aus. Auf jeden Fall, ihr wisst, ich liebe nur Adult. Und deswegen freue ich mich, dass ich von Niki diese Bücher bekommen habe. Die stehen nämlich schon seit langer, langer Zeit auf meiner Wunschliste, aber... Die Wunschliste ist lang, der Sub ist umso größer, ihr wisst Bescheid, ne? Man kauft sich dann doch nicht alles, was man vielleicht gerne möchte. Aber ja, ich freue mich. Danke, liebe Niki. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Das weiß ich trotzdem nicht. Wer ist denn jetzt hier der Erste? Steht das nicht immer hinten drin? Crazy Sexy Love ist der Erste. Also doch, der hier, der Erste, den ich für den Zweiten gehalten habe. Also Erster und Zweiter. Ich freue mich, danke schön. Vielen, vielen Dank, liebe Niki. Und dann ist in dem Paket hier noch was drin, nämlich alle Buchnerds lieben es, alle Buchnerds brauchen es und auch ich, nämlich Tee. Ich glaube, jeder Büchermensch liebt es, auf der Couch zu sitzen und Tee zu trinken. Was haben wir denn hier? Kirsche, Joghurt? Kräutertee und grüner Tee, aromatisiert mit Himbeergeschmack. Das klingt ja interessant. Ist da noch einer? Ne, das sind die beiden. Jetzt fällt mir auch noch der Tee runter. Ja, so, Teeabsturz. Ja, ich liebe Kräutertee und ich liebe grünen Tee. Und das kommt davon, weil ich immer so viel laber. Jetzt war der Akku leer, verdammt. Ja, auf jeden Fall, den Tee hatte ich euch ja gezeigt. Ich freue mich riesig. Vielen, vielen Dank, liebe Niki, für diese drei wundervollen Bücher. Ich freue mich mega. Dankeschön. Ich werde dir jetzt sowieso gleich noch eine Sprachnachricht schicken. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, liebe Niki. Danke, 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 danke. Du hast mir eine riesige Freude gemacht. Vor allen Dingen, ich denke mal, diese beiden Bücher werde ich dann auch ganz schnell hier lesen. Und das von Jackie natürlich auch. Und ich werde der lieben Niki, wenn ich sie gelesen habe, gleich berichten, wie sie mir gefallen haben. Und euch dann natürlich auch. Und ja, mehr gibt es jetzt an dieser Stelle eigentlich auch nicht zu erzählen. Ich werde jetzt auch Schluss machen, weil Schatzi wartet mit dem Abendbrot und Meile kommt auch schon rein und deswegen höre ich jetzt auf und ich würde sagen, ich melde mich Freitag nochmal, wenn ich Size beendet habe und ja, bis dann. Es ist Samstag, der
9.6. Jetzt musste ich mal kurz rechnen und ich dachte, ich melde mich nochmal kurz, um diesen Vlog abzuschließen. Ich habe gestern, was war mein Handy? Ich habe gestern Size 2 beendet, der Zorn der Gerechten, und was für ein Ende war das bitte? Oh mein Gott! Wirklich, die letzten 50 Seiten haben dieses komplette Buch nochmal so über den Haufen geschmissen und jetzt sind wir an einem Punkt in der Geschichte, wo einfach alles offen ist, wo Neil Schusterman wirklich alles aus dieser Geschichte machen kann. Er kann wirklich komplett entscheiden, es geht jetzt entweder so weiter oder so weiter oder so weiter. Und ich bin so mega gespannt, ey, das ist so krass. Ich freue mich da so mega drauf auf den dritten Teil dann, wenn der erscheint. Es dauert ja noch eine ganze Weile, ehe der kommt, aber ich freue mich da schon so richtig, richtig drauf. Und ich bin so gespannt, wie das Ganze dann am Ende ausgeht. Ich muss sagen, der zweite Teil hatte so ein bisschen seine Längen, war aber trotzdem richtig gut und hat mir richtig gut gefallen, auch wenn er so seine Längen hatte, im Gegensatz zum ersten Teil. Aber ein wahnsinnig, wahnsinnig tolles Buch und ja, ich freue mich dann, wie gesagt, mega auf den dritten. Ich kann euch die Geschichte wirklich nur empfehlen, sie ist mal was komplett anderes. Die Geschichte hat einen wahnsinnig tollen Ansatz und auch diese Grundfrage finde ich immer wieder toll, die man sich während des Lesens stellt. Was passiert mit der Menschheit, wenn sie alles erreicht hat? Wenn sie unsterblich ist? Wenn es nichts mehr zu erforschen gibt, wenn alle Krankheiten geheilt sind, was passiert dann mit uns? Und das ist so gut und das ist so toll gemacht und die Schustermann hinterfragt das alles so toll. Und er hat einfach eine ganz, ganz tolle Version von so einer Welt erschaffen und ja, ich finde es richtig gut. Und es ist ja so in diesem Buch, dass es den Thunderhead gibt, der ja jetzt unsere Cloud quasi ist. Also der Thunderhead ist aus unserer Cloud entstanden und er hat ja jetzt so die Kontrolle über alle Menschen und sorgt halt für das Wohl der Menschheit. Und das Einzige, wo er nicht irgendwie Einfluss drauf nehmen kann, ist ja das Size-Tum und die Size. Und man hat jetzt gerade im zweiten Teil gesehen, wie richtig schön selbstzerstörerisch die Menschheit ist. Also wirklich, das ist der Wahnsinn gewesen. Es hat mir so gut gefallen, gerade jetzt am Ende. Und ich bin so gespannt auf den dritten Teil. Und ja, ich höre jetzt einfach auf, davon zu schwärmen. Das wird hier sonst nicht mehr besser. Und meine Haare, ich habe heute Bad Hair Day. Was ist hier los? Egal, ich fahre dann eh gleich an See. Ja, ansonsten habe ich gestern noch ein Buch bekommen. Und zwar dieses Schätzchen hier, Never Loved Before von Monica Murphy. Das ist gestern bei mir angekommen. Habe ich vom Verlag bekommen, habe ich mich riesig gefreut. Und ja, ich werde euch dann natürlich gleich berichten, wie es mir gefällt. Und hier ist noch ein Broschürchen drin. Ach, hier diese Broschüre, die hatte ich schon mal drin. Die kenne ich schon. Ja, aber ich freue mich auf Never Loved Before. Hier geht es ja um Katie Watts. Und Katie hat etwas ganz, ganz Schlimmes erlebt. Und hier hinten drauf steht, schon verrückt, wie 8 Jahre in einem Moment verschwinden können. Ein Blick auf Katie Watts und ich bin wieder ein 15-Jähriger, der alles riskiert hat, um ein verängstigtes Mädchen zu retten. Jetzt ist sie erwachsen, wunderschön und erzählt der Welt ihre Geschichte. Eine Geschichte, in der ich auf mehrere Arten vorkomme. Eine Geschichte, in der ich auf mehr Arten vorkomme, als ihr euch vorstellen könnt. Sie nannte mich ihren Schutzengel. Irgendwie kommen wir uns näher. Wir werden Freunde. Aber ich will mehr. Ich genieße jeden Moment mit ihr. Immer mit der Angst, dass sie bald herausfinden wird, wer ich wirklich bin. Eine wunderschöne Version von einem gebrochenen Herzen. Die Art von Herzschmerz, bei der du immer weiter blätterst, den Atem anhältst und Tränen zurückhalten musst. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt auf die Geschichte. Das werde ich jetzt als nächstes lesen. Und dann erwarte ich im Juni noch ein zweites Rezensionsexemplar. Und das war es dann auch im Juni mit Rezensionsexemplaren. Gott sei Dank, dass es nicht so viel ist. Und ja, und da werde ich euch dann natürlich auch berichten, was das ist. Und mehr gibt es jetzt eigentlich auch nicht mehr zu sagen an dieser Stelle. Ich muss jetzt meine Tasche packen für den See. Und ja, ich würde sagen, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Meile, möchtest du noch irgendwas sagen, so zum Schluss? Nein? Alles cool? Alles entspannt? Okay, ich sag mal tschüss.